Einen wunderschönen guten Tag, Apple-Freunde. Ich grüße euch. Heute eine weitere Folge meiner nicht enden wollenden Serie. Was gönnt sich Apple diesmal? Jetzt lese ich Golem, jetzt lese ich Heise, Freunde. Und wir müssen schon wieder über Apple reden. Bei denen läuft ja auch gar nichts geradeaus. Lustig gemacht, jetzt lese ich Golem, jetzt lese ich Heise, Freunde. Und wir müssen schon wieder über Apple reden. Bei denen läuft ja auch gar nichts geradeaus. Ich habe keine Ahnung, warum die Apple Watch ständig reagiert. Der Google-Sparassistent, der macht das nicht. Dass die Leute das so feiern. iOS, wow, und es ist ja konkurrenzlos, ne, gegenüber diesem blöden Android. Und dabei ist das weder zu Ende gedacht, noch funktioniert das zuverlässig. Aber wir kommen mal zurück zu anderen Problemen. Beziehungsweise zu dem nicht enden wollenden Thema, was gönnt sich Apple mit dem iPhone 14 Pro? Always on Display, das iPhone macht weiter Probleme. Macht weiter Probleme. Das heißt, die Probleme gab es schon, Apple hat sich dran gesetzt und ist gescheitert. Das ist jetzt Golem. Das ist eine sehr gute Einleitung, Freunde, wenn es ums iPhone geht. Nutzer hatten gehofft, unter iOS 16.2 aufgetretene Probleme mit dem Always on Display würden unter iOS 16.3 verschwinden. Nutzer hätten vielleicht vorher... Hallo? So, ich wurde angerufen. Jetzt habe ich leider den Faden verloren. Also wundert euch nicht, wenn ich plötzlich anfange, über die Qualität des Döners zu sprechen, den ich gerade nicht verspeist habe. Aber ich weiß noch ganz grob, wir waren beim Always-On-Display des iPhones und ein Bericht von Golem, dass eben jetzt das Problem hoffentlich eventuell ausgemerzt wird. Weil ihr wisst ja, Always-On ist ja was ganz Neues. Hat ja Apple vorher gar nicht gewusst, dass das Samsung seit Jahren anbietet und inzwischen auch in Low-Budget-Geräten von chinesischen Herstellern Einzug gehalten hat. Und es gibt immer noch Apple-Fanboys, die glauben, wenn Apple eine Technologie einführt, dann, weil es ausgereift ist. Vorher nicht. Samsung, wir wissen ja, das funktioniert ja alles nicht, was die da an den Start bringen. Und deshalb sind die auch immer traditionell schneller mit neuen Technologien als Apple. Apple wartet. Die lassen das so richtig reifen. Kennt ihr Käse? So Combert, wenn man den so ein paar Jahre unter der Heizung liegen lässt. Ja, das ist dann die Qualität, die auch Apple mit neuen Technologien erreicht, wenn Apple dann irgendwann mal auf die Idee kommt, nachzuziehen. Und so ist es dann auch mit dem Always-On-Display. Das ist so ein richtig überreifer Combert, der mit seinem Geruch inzwischen raumfüllend ist. Aber Problemursache für Apple weiterhin unbekannt. Das Always-On-Display sollte sich in uneingeschränktem Betrieb eigentlich nur in bestimmten Situationen ausschalten, wenn sich das Smartphone in der Hosentasche befindet oder mit dem Display nach unten abgelegt wird. Dann ist die Abschaltung sinnvoll, da Nutzer nicht auf das Display schauen. Einige Nutzer vermuten, dass die Software des Annäherungssensors, jetzt kommen Vermutungen, also kurzum, das Always-On-Display schaltet sich ab, obwohl es eigentlich gar nicht soll. Es heißt ja Always-On und nicht ab und zu mal on, je nachdem, wie das iPhone gerade Lust hat. Und Apple findet auch irgendwie die Fehler nicht. Ich habe den Fehler schon längst identifiziert. Also iOS. Es ist halt einfach nicht zu Ende gedacht, Freunde. Und iOS ist einfach eine Gehhilfe, Freunde. Aber es kommt noch besser, ne? Das war jetzt nur zum Aufwärmen. So, das Problem mit Always On ist ja kaum ein Video wert. Weil wir bei Apple kleinere Fehler kann man den Laden ja schon mal verzeihen. Solange der Apfel hinten drauf ist, ne, hat ja Apple den gröbsten Job ja irgendwo immer noch gut erledigt. Aber iPhone 14 Fehlalarme, ich hab's kommen sehen, Freunde, als das iPhone 14 an den Start ging, hab ich's kommen sehen. Ich hab euch gesagt, Notrufzentralen werden überflutet mit Falschalarmen von iPhones, die sich selbstständig machen und denken, wird schon irgendwie was für Unfall sein. Apples Unfallerkennung crasht Leitstellen in Skigebieten. Zuletzt waren's ja Achterbahnen gewesen, wenn ihr euch erinnern könnt. Das Problem ist, dass das iPhone denkt, dass die Achterbahnfahrt ist, also irgendwie so ein Unfall ist. Wird sich für viele dann auch so anfühlen, aber es ist nun mal faktisch keiner. Es ist einfach nur eine Nahtoderfahrung, wie halt auch ein echter Unfall. Aber in der Regel ohne den mit einem Unfall einhergehenden physischen Einschränkungen. Das iPhone weiß das aber nicht und ruft die Notfallzentrale an. Und dann hören die dann im Hintergrund in der Notfallzentrale halt viel Gekreische. Ihr wisst ja, Achterbahn, da ist das relativ normal. Und dann geht der Krankenwagen raus. Richtung Achterbahn. mit Blaulicht heizen die da in einen Freizeitpark. Und wenn die schon so ankommen, ne, dann dämmert es langsam. Die automatische Unfallerkennung von Apple-Geräten wird in manchen US-Skigebieten offensichtlich zu einem Problem. US-Rettungsleitstellen in der Nähe beliebter Skiorte hatten im Januar mit einer Flut an Fehlalarmen zu kämpfen, die durch iPhones und Apple Watches automatisiert ausgelöst wurden, berichtet die New York Times. Auf Rückrufe erfolgt in diesen Fällen meist keine Reaktion. In ersten Regionen sind die Retter deshalb dazu übergegangen, passt mal auf, solche automatisierten iPhone-Notrufe zu ignorieren, um ausreichend Ressourcen für tatsächliche Notfälle zu haben. Jeder dritte Notruf. Ein Fehlalarm. iPhone 14 und Apple Watch 8 erkennen Autounfälle. Die sind so gut darin, Autounfälle zu erkennen, dass sie sogar Autounfälle erkennen, wenn es gar keinen Autounfall gibt. Und normalerweise wird man ja informiert, ne, dass jetzt ein Notruf abgesetzt wird. Es klingelt.
Und ihr müsst euch das mal vorstellen, da gibt es so eine Flut von automatisierten Notrufen in den Notrufzentralen, dass die das ignorieren. Apple meinte so als Reaktion, nur, ja, aber wir haben ja auch schon mal ein Leben gerettet. Und das mag auch sein, aber lenkt ja von dem Problem bloß ab, löst das Problem allerdings nicht. Apple hat versucht, ein bisschen nachzubessern, aber im Großen und Ganzen besteht das Problem immer noch. Weil ihr wisst schon, Apple bringt ja nur Technologien an den Start, wenn diese auch ausgereift sind. Und sicherlich wäre es jetzt irgendwie unmenschlich, da anzufangen, es abzuwägen. Denn natürlich ist die Argumentation von Apple auch stark. Das heißt, wenn nur ein einziges Leben bisher gerettet wurde, muss man sagen, hat sich die Funktion schon gelohnt. Vor allem halt für die Angehörigen desjenigen, der gerettet wurde. Aber was ist denn, wenn so eine überlastete Notrufzentrale mal nicht dazu kommt, einen echten Notruf nachzugehen, weil die geflutet werden durch falsche Notrufe, die eben automatisiert ausgelöst wurden? Was ist, wenn die Rettungswagen alle unterwegs sind und dann jemand aber verstirbt, der eigentlich hätte gerettet werden können? Daher muss man jetzt sich schon sehr, sehr fragen, ist das jetzt eigentlich eine gute Funktion, der wirklich der Gesellschaft dienlich ist und Leben retten kann? Oder ist es eine negative Funktion, die in Zukunft dafür sorgt, dass überlastete Notrufzentralen nicht mehr Leben retten können? Jedenfalls nicht in dem Maße, wie es vorher der Fall war. Gilt natürlich nur für ganz besondere Umstände. Das kann aber auch in Zukunft halt noch mehr werden. Das sind ja im Moment erstmal so die Gebiete, wo es halt aufgefallen ist, bei Freizeitparks und bei Skigebieten. Wer weiß, was in Zukunft noch alles so dazukommt. Und da muss ich sagen, hätte Apple vielleicht doch lieber diese Funktion erstmal zurückhalten und weiterentwickeln, beziehungsweise ausentwickeln sollen, bis die Sensorik so gut ist, beziehungsweise die Interpretation der Daten, die von den Sensoren geliefert werden, dass die Notrufe wirklich auch nur bei einem Unfall abgesetzt werden und nicht, wenn man Ski fährt oder wenn man mit der Achterbahn unterwegs ist. Da hat sich Apple wirklich mal wieder was gegönnt. Und ihr merkt, die Sache mit den Always-On-Display, das ist ein Witz dagegen. Das ist nur einer der zahlreichen Probleme, mit denen Apple immer wieder zu kämpfen hat, weil die offensichtlich sehr wohl Features an den Start bringen, ohne dass sie ausgereift sind. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum andere das halt bisher nicht in den Maß halt integriert haben. Hätte man vielleicht das Ganze auf den Stand lassen sollen, wo es halt noch zuverlässig lief. Nun, man darf gespannt sein. Apple hat ja versucht, das softwareseitig nachzuregeln. Hat offensichtlich bisher noch nicht so gut funktioniert. Kann also sein, dass diese Probleme softwareseitig gar nicht lösbar sind, sondern nur hardwareseitig. Müsste man also aus iPhone 15 warten. Vielleicht aber wird Apple dann die Funktion auch wieder rausnehmen, weil die merken, die Entwicklung wird zu teuer. Das überlasst man lieber Huawei oder Oppo oder Xiaomi. War auf jeden Fall mal wieder sehr unterhaltsam, Freunde. Ich verlinke euch wie immer alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder, wenn es da heißt, was gönnt sich Apple wohl als nächstes? Also abonniert meinen Kanal. Bis dahin. Ciao.